Montebellini. In Montebellinis Lebenslauf reihen sich zahlreiche Höhepunkte aneinander. Er wurde NRW-Prämienhengst, zweifacher Bundeschampion und stand nach Erfolgen in großen Preisen, Nationenpreisen und im Weltcup-Finale von Herzogenbosch mit Philipp Weishaupt 2012 im deutschen Olympiaaufgebot, konnte jedoch verletzungsbedingt in London nicht teilnehmen. Anschließend war er Nationenpreissieger in Falsterbo und Rotterdam, wo er auch den großen Preis gewinnen konnte. Der Vater Montender gewann unter Marco Kutscher Olympiabronze und EM-Doppelgold. Die Mutter Ramira führte aufgrund ihrer M-Erfolge den Titel Leistungsstute Springen und brachte den ebenfalls gekürten Vize-Bundeschampion und bis 3-Sterne-S-Springen erfolgreichen Conte Bellini. Die Nachkommen des Montebellini etablieren sich altersgemäß in schweren Parcours und sind bei den Bundeschampionaten hoch erfolgreich, wie zuletzt die platzierte Finalistin Monte Madina. 17 Söhne wurden gekürt. Rund 30 Stuten erhielten die Staatsprämie, darunter diverse Siegerstuten. Seine Tochter Madame Tussaud war 2016 Preisspitze der Elite-Fohlenauktion in Münster-Harndorf.